Hallihallo Leute und willkommen zurück. Ich bin heute hier und stelle euch einen Soldatenkombo vor, beziehungsweise einen Soldaten mit dem Namen Spezialkommando Jonesy. Viele kennen den, viele nicht. Wenn wir uns den nochmal anschauen, der ist einer der drei Klassen quasi. Es gibt drei Klassen hier im Spiel, die quasi nicht nur 10% Fernkampfschaden machen, wie ihr da seht, sondern insgesamt 34%. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter runtergehen, auf Platz 5 haben wir erhöhten Schaden von Sturmgewehren um 24%. Mit den Fernwaffenschaden hier nochmal 10 sind wir bei 34%. Es gibt drei Klassen, die das haben, und die Klassen, die das haben, heißen... Ups, falsche Seite. Die Klassen, die das haben, das sind der Rettungstrupper. Hier der Rettungstrupper. Dann der Wildnisspezialist. Ja, der hat das hier auf Platz 8. Der Rettungstrupper hat das, glaube ich, irgendwo ganz weit unten. Hier auf 18. Also Stufe 18. Und natürlich Spezialkommando Ramirez. Also es gibt die alle in verschiedenen Skins. Ja, also ich habe jetzt hier nur die drei aufgewählt, aber wir könnten hiervon natürlich auch den männlichen nehmen. Den Sternbanner in männlich, einen männlichen Wildnisspezialisten oder ja, ich habe hier den männlichen Spezialkommando. Es gibt auch noch eine Spezialkommando Banshee. Diese Combo ist eigentlich ausgelegt auf Schaden. Jetzt habe ich natürlich das Problem... Ja, ihr habt, ich sag ja immer, ihr sollt immer auf Crit machen, Crit Chance, Crit Damage. Das ist natürlich bei dem jetzt nicht ganz so effektiv, denn wenn ich hier mit dem schon auf reinen Schaden gehe, also wir haben hier, was hatte ich vorhin gesagt? 10 und 24 sind 34%. Im zweiten Slot haben wir erhöhten Sturmgewehrschaden nochmal um 24%. Das heißt, 34 und 24 sind 58. Also 58% mehr Sturmgewehrschaden machen wir dadurch. Und jetzt bräuchten wir natürlich im besten Fall eine Waffe, die... Können wir mal kurz hier angucken. Sind diese... Moment, wo ist mein Rucksack? Ihr seht quasi, also die Waffen sind von SPS sehr hoch geboostet. Und je nachdem, wo und wie ich spiele, natürlich noch mehr. Das wäre zum Beispiel eine Waffe, die ich benutzen könnte, auch wenn ich leider kein Lux-Fan bin. Aber ihr seht, hier habe ich dreimal Schaden drauf. Das wäre natürlich die optimale Skillung für die Schadensvariante. Dadurch würden wir halt konstant hohe Hits verteilen. Hier die gemoddete Totengräber natürlich wird auch gehen, aber die benutze ich ja jetzt nicht. Und sonst sind ja, wie gesagt, meine Waffen alle hauptsächlich auf Crit Chunks und Crit Damage geskillt, die sind halt nicht von mir. Und dementsprechend, um es besser zu zeigen, aber wie gesagt, in dem Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet, werden wir die Donnerwetterbüchse benutzen, dann die Totengräber hier und die Phantom. Also ihr seht, die drei werden es gleich sein. Ob die Combo gut ist oder nicht, ich würde sagen, ihr schaut es euch einfach mal an und das Video geht dann jetzt los und ich wünsche euch viel Spaß. Bye, bye. Ja, moin moin Leute, genau. Das ist unser Spezialkommando-Dude. Mit dem legen wir gleich ein bisschen los. So, das ist eine Vier-Spieler-Map hier. Dementsprechend könnte, naja, was heißt, könnte es Probleme geben? Im Grunde natürlich nicht. Wieso sollte es auch Probleme geben? Das lügt schon alles. Ja, uncool. Okay, ja. Wie ich vorhin bereits sagte, wieso der halt so besonders ist in dem Fall. Er wird nicht viel gespielt, weil definitiv ihm fehlt die Schockwelle, meiner Meinung nach. Und das ist das, was ihr so im Nahkampf braucht, weil es passiert ja wirklich häufig, dass quasi ihr die braucht, weil einfach so viele kleine Minimonster einfach auf euch drauflaufen. Dementsprechend, ja... Also wir sind ja wirklich jetzt, wie gesagt, unterwegs mit 58% mehr Damage. Ja. Das war falsch. Das ist jetzt zum Beispiel, ich spiele ihn eigentlich gar nicht, auch wenn der jetzt gar nicht schlecht ist. Also der haut schon gut Damage raus. Aber ich spiele halt wirklich die... Also mein Lieblingssoldat ist schon mal die Schnellschützin Ryu. Über die mache ich jetzt demnächst auch nochmal ein Video. Der Vorteil an dem ist, wie ich vorhin erwähnte, wir haben hier einmal von Natur aus mehr Sturmgewehrschaden natürlich. Was cool ist. Dann haben wir mit dem Kriegsschrei. Und ein normaler Kriegsschrei hat 90 Sekunden Cooldown. Ja, ja, genau, 90. Aber wir drücken den jetzt mal kurz. Und wir sehen, wir haben nur eine Minute. Also sprich, wir haben 60 Sekunden mit dem.
Was verdammt krass ist, denn ihr seht, wie der jetzt quasi einfach nur durchrasiert. Und das ist schon echt cool. Da hinten sind ein paar Smasher, die holen wir uns natürlich auch direkt. Ja, wir gehen dann natürlich auch mal auf die Donner. Oh, Donnerwetterbüchse ist natürlich Favoritenwaffe und meiner Meinung nach die stärkste Waffe momentan im Spiel. Und wir sehen, das ist jetzt ein Elementzahlenmalmer. Aber der war eigentlich auch recht schnell down. Also jetzt gar nicht so schwer. Und manche haben schon gesagt, die ist cool, hat aber ein Problem. Da gebe ich den Leuten recht. Die ist ziemlich blöd, wenn wir jetzt mal betrachten. Wir gehen jetzt quasi in den Nahkampf auf eine Art. Was bedeuten würde, es kommen ganz viele kleine Viecher hier. Ja? Also nicht die Husks, sondern wirklich diese mini-kleinen. Und die sind für uns natürlich total nervig mit der Donnerwetterbüchse, denn entweder müssen wir gucken, dass die wirklich alle zusammenstehen, damit unser guter Hit quasi auch durchgeht, also dass wir quasi AOE-Schaden haben. Wenn der Hit nicht durchgeht, haben wir natürlich ein Problem, denn die schießt ja 8 Schuss auf einmal, wie ihr so seht. Was bedeutet halt, ja, dass das halt unpraktisch ist für die ganzen kleinen Mobs, weil da brauche ich halt 8 Schuss für einen kleinen Mob, wo ich im Normalfall keine 8 Schuss brauchen würde. Ihr seht aber, mein Kriegsschrei ist wieder ab. Dann können wir uns jetzt buffen. Ja, diese neuen Viecher sind total nervig. Ja, Epic Games sucht sich immer wieder neue Sachen aus, womit die uns ärgern können quasi. Erst waren es diese Schilder und zu den Schildern kommen jetzt auch noch die hier. Ist schon echt nervig. Aber lässt sich alles handhaben, ist kein Problem in dem Sinne. Ja, wir farmen jetzt die Map für ein bisschen Waffen-EP. Ich brauche Waffen-EP. Es ist leider so, dass ich festgestellt habe, es gibt gar nicht 8-fach XP. Also die haben tatsächlich bei den Minibossen dafür gesorgt, dass die nicht in den 4-Spieler-Maps das 8-fache geben. Ist natürlich schade. Also hätten die ruhig mal machen können, weil dann hätte es sich wirklich gelohnt für die Leute mehr zu farmen mal, ja. Weil wieso sollten die uns das nicht mal gönnen, ja? Die geben schon, ich sag mal, RDW weniger Liebe als Battle Royale, was natürlich okay ist. Battle Royale ist zwar deren Zweitgame, aber deren. Scheiße. Deren Game, ja, ich habe jetzt gerade den Fallentunnel in die Luft gejagt. Das kann mit der Waffe auch schnell passieren. Aber war ja eh meiner davon, deswegen ist das nicht so tragisch. Ja, RDW ist natürlich. Kriegt nicht so viel Liebe wie. Battle Royale. Natürlich, Battle Royale ist deren Hauptnamen, also. Ja, Hauptgeldquelle, ja. Damit verdienen die verdammt viel Geld, weil die Leute sich natürlich die Skins kaufen, die Battle Pass. Ich natürlich eingeschlossen, keine Frage. Ich habe mir auch schon wieder den Battle Pass gekauft für die Season. Und bin jetzt, hab da ein paar Runden gezockt, weil ich die Skins diese Season, also finde ich echt cool. Ich werde auch gucken, dass ich mir die bis Battle Pass 100 diesmal wieder zusammenkriege. Ja, die neuen Schilder, wie ihr seht, der hält alles ab. Also da kommt kein Schaden durch. Was ihr machen müsst, ihr müsst quasi, ja. Entweder den Edelwerfer rauspacken, wie ihr es gesehen habt gerade, oder ihr müsst tatsächlich in die kleine Lücke schießen. Und dementsprechend ist das nicht ganz so einfach. Je nachdem natürlich, ihr müsst aimen. Ich habe meine Sensi ein bisschen hoch gemacht und ich muss mich noch voll an die gewöhnen. Also habt ein bisschen Nachsicht mit meinem Aim gerade. Ich habe das gemacht, weil ich festgestellt habe, im Battle Royale ist das zwar mit einer Low Sensi ganz okay, also ich sag mal, Gegner töten und so geht schon klar. Aber mit einer Low Sensi ist das Bauen wesentlich schwerer als mit einer High Sensi, weil mit der High Sensi drehe ich mich quasi einmal nur eine Sekunde im Kreis und habe meine Festung gebaut. Mit Low Sensi funktioniert das so nicht so gut. Ja, zu dem Typen an sich, wie gesagt, der ist schon echt cool. Ist nicht ganz mein Fall, weil ich brauche halt, wie gesagt, eine Schockwelle unbedingt und. Aber abgesehen davon, ich sag mal, ich finde die Minigun ziemlich nutzlos. Aus dem einfachen Grund, was das. Oh, keine Fallen verwundbar. Da schauen wir mal, was wir jetzt an dem ausdrücken. Also ihr seht, guckt euch oben die Balken an. Einmal Donnerwetterbüchse ist definitiv OP-Schaden für das Vieh. Ihr seht also quasi, wenn ich den treffe, wie die HP von dem Vieh einfach nur wegballern, ja. Dementsprechend also Donnerwetterbüchse definitiv Nummer 1, kommt nichts dran. Ja genau, ihr müsst halt hier in die Lücke schießen, dann fällt er natürlich sofort um. Aber ist natürlich nicht immer so einfach. Der läuft da mit dem Hammer rum, auch cool. Ja, also
Das Spezialkommando, ich sag mal, wenn ihr eine Gruppe habt mit einem Team, ist das natürlich gar nicht so verkehrt, wenn ihr einen Spezialkommandotypen drin habt. Aus dem einfachen Grund, der bufft euer ganzes Team und damit macht das ganze Team ja mehr Schaden, nicht nur er selber. Dementsprechend, hä? Dementsprechend ist das schon echt gut. Aber an sich, also ich sag mal, so eine gute Kombo wäre zum Beispiel Spezialkommando, ein Headhunter, eine Schnellschützin Rio, oh fuck, falsches Gewehr, eine Schnellschützin Rio und als letztes, ja, könnte man halt nochmal eine Schnellschütze nehmen oder eine Meistergrenadierin, ja, dass ihr quasi AOE habt, dass ihr Damage Buffs habt, doppelt, ne, weil durch die Schnellschützin Rio gibt die auch nochmal den Kriegsschrei. Zwar hat die dann 90 Sekunden Cooldown und nicht nur 60 wie der hier, aber dementsprechend, ja. Also das wäre so eine coole Kombi, sage ich jetzt mal einfach, ja. So eine Schnellschütze in Rio zweimal, beziehungsweise einmal, wenn ihr einen Headhunter unbedingt dabei haben wollt. Aber der Headhunter ist meiner Meinung nach, hat schon mehr oder weniger abgedient als Soldat, weil es einfach viele gute Kombos gibt und der ist immer noch mit natürlich Top Nummer, also nicht an, ja, für mich ist der nicht mehr der Erstplatzierte, aber der hält immer noch verdammt gut mit. Also, wie gesagt, mit einem Headhunter macht ihr immer noch nichts falsch, allein durch die Buffs. Es gibt andere Soldaten, wie gesagt, die alle ihren Nutzen und Zweck haben. Es kommt natürlich immer ganz, ganz drauf an. Aber wir sehen, das war quasi der Spezialkommando. Wir schauen uns jetzt auch noch mal kurz den Damage an. Und dann, ja, ihr seht, also ich habe 5300, 25, 3, 2, 2, 8. Und ich habe gar nicht so viel gemacht, einfach nur ein bisschen rumgeballert. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich sag mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis später. Bye, bye.